Hallo Leute, ich bin's wieder, Don Jones, und wieder zurück mit einer neuen Episode von Wie schütze ich mein Minecraft-Haus? Beim letzten Mal gab's ja von ein paar die Bedenken und haben sie mir auch mündlich mitgeteilt, dass das Haus, ja, na, nicht richtig geschützt ist. Denn sobald da einer rauftappt, was weiß ich, auf dem Multiplayer-Server beispielsweise oder ein Schwein oder sonst wer, dann ist das Haus sofort im Argen. Das kann man unterbinden, entweder man baut das Haus mit Obsidian, dann überlebt es das. Allerdings ist dann natürlich da so ein kleiner Krater mit drin und es sieht nicht schön aus. Und deswegen habe ich mir mal was anderes überlegt. Und zwar, das müsst ihr euch im Boden eingegraben vorstellen. Also das hier ist die Höhe und die ist im Boden. Also das da oben ist die Erde. Das, was man sieht da, wo das Haus steht ungefähr. Das Haus ist jetzt natürlich nur ein unvermehrter Klotz. Ja. Hier ist ungefähr schon mal der sichere Weg. Den habe ich schon mal so eingezeichnet, mehr oder weniger zufällig, durch meine Arbeitsart. Ja, und dazu möchte ich noch sagen, so nebenbei, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, wie man das machen kann, oder ihr eine Idee habt, aber nicht wisst, wie man die umsetzen soll, dann könnt ihr mir einfach hier einen Kommentar schreiben, hinschreiben, oder am besten noch eine PN senden, beziehungsweise ihr könnt auch beides machen, wenn ihr lustig seid. Und dann werde ich mich bemühen, diesen Wunsch so gut wie möglich umzusetzen. Wie gesagt, ich mache eine Serie davon, über mehrere Folgen. Eine wird auf jeden Fall nochmal spätestens am, ich glaube, 30. August oder sowas, 28. August, weiß ich halt gar nicht, hochgeladen, wenn das neue Minecraft-Update rauskommt. Fall. Ja, das ist einfach nur, da gibt es so viele Neuerungen, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, dass es sich wirklich lohnt, da noch einige fiese Fallen aufzubauen. Ja, also gut, aber ich habe jetzt schon wieder durchgehend gelabert, was mache ich denn schon wieder? Ja, aber ich zeige euch mal am besten, wie man sein Haus jetzt sehr effektiv schützen kann. Und zwar seht ihr hier von unten, das ist bei diesem Texture Pack das TNT. Und ja, das hier, der Diamant-Dings, ist der sichere Weg. Dort hinten ist mein Haus. Ich habe es extra so gemacht, hier ist Gravel, eine Pressure Plate drauf und darunter halt das TNT. Das heißt, sobald ich hier drauf drücke oder drauf trete, wird das TNT aktiviert. Da ist eine Eigenschaft von TNT, ist runterzufallen, während, wenn es aktiviert wird, wird man selbst mit runtergezogen. Aber erstmal der sichere Weg. Wie funktioniert er? Erstmal eine gute Sache. Was weiß ich. So. Hier rüberlaufen. Ah, scheiße. Ihr habt gesehen, es funktioniert schon mal. Dann ist jetzt schon ein Ding in die Luft geflogen, weil ich außerdem drauf getreten bin. Deswegen sollte auch übrigens unter eurem Haus immer ordentlich Platz sein. Ihr seht, es hat nichts anderes beschädigt. Und wirklich nur, wenn man den Weg kennt, kann man hier richtig durchkommen. Denn sonst, das TNT fällt schneller im Normalfall, als man weglaufen kann. Und dann müsste man durchgehend, scheiße, springen. Und das ist nicht gerade das Beste. So, ah, fuck. Wie lange ist denn das noch bis zum Haus? So. Ja, man muss hier auch vorsichtig sein. Ich bin gerade nur leider etwas unkonzentriert, weil er schon wieder mitten in der Nacht ist. Aber mir kam so plötzlich die Idee, da ging es nicht anders. So. Und willkommen in eurem Haus. Juhu, bla 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 bla. Freut euch. Friede, Freude, Eierkuchen, ihr habt es geschafft. Rückweg müsst ihr euch anders überlegen. Wie auch immer. Ihr könnt zum Beispiel einfach von hier ein Wasserfahrstuhl runterbauen oder sonst was. Möglichkeiten gibt es ja genug. Und angenommen jetzt mal, ihr kennt nicht den Weg und ihr lauft einfach. Wah! Moment, ich habe vergessen, was zu machen. Da mir das Ding mehrfach um die Ohren geflogen schon ist. Ja, sah ich mich gezwungen, den Schaden auszustellen. Es hat gut funktioniert, aber, na, ich bin doch eine Hammel, ich hätte ihn vielleicht wieder einstellen sollen. Vielleicht gar nicht mal die schlechteste Idee gewesen, die ich je hatte. So, meins. So, und weiter geht's nochmal hoch. Ich hoffe mal, die Leitern reichen alle und es sind nicht alle kaputt gegangen währenddessen. Sieht aber gut aus. Ja, genau. Deswegen sage ich, er riecht es nach Möglichkeit. Verdammt. Zu ebener Erde. Dann habt ihr solche Situationen nicht. Dann könnt ihr getrost einfach hoch. Moment mal kurz.
Dann könnt ihr nämlich einfach, wenn ihr keine Ahnung habt, lauft ihr auf die... Ah, scheiße! Und seid tot. Und so am Überfluss explodiert ihr nochmal. Solltet ihr es wie auch immer überleben, dann passiert sowas. Ja, das war's dann auch schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mag ich drücken oder favorisieren. Ihr könnt es auch so jedwege andere Playlists hinzufügen. Nur die illegale Verbreitung schädigt die Filmindustrie. Das wollte ich nochmal dazu sagen. Wie gesagt, habt ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge, Anregungen oder Anliegen und ihr wisst nicht, wie ihr die umsetzen sollt in Minecraft, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde die nach Möglichkeit umsetzen und ich werde auch das Video hier auf jeden Fall als Videoantwort zu dem ersten Video machen. Das werde ich hier bestimmt auch nochmal irgendwo verlinken. Müsste ich mal überlegen, vielleicht. Ja, gucke ich mal, ne? Auf jeden Fall sage ich dann Tschüss, ich bin Don Jones und man sieht sich.